Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve 2. Und genau, wir waren ja hier beim letzten Mal, haben wir hier die Gegner gekillt, ne? Also wir waren jetzt auf dem Weg da zu der Brücke, weil wir ja weil dieser Typ hingerannt ist, der da so komisch durch das Fenster gesprungen ist. Und ja, dann würde ich mal sagen, Freunde, machen wir uns gleich mal auf hier, so. Hier kommen jetzt nämlich ein paar Gegner. Und zwar Fledermäuse, Freunde. Ja, das ist geil. Schaut mal. Die Fledermäuse hier und... Ah! Diese kleinen Drecksviecher. Ah, das macht doch direkt schon wieder Spaß hier. So. So, Freunde. Ja, da sind wir schon wieder. Wir haben ein Item gekriegt. Hydra-Munition. Das Menü ist leider immer noch langsam, ne? Das Menü ist immer noch langsam. Verstehe ich nicht, woran das liegt. Naja, egal. Genau, wir waren letztes Mal hier gewesen. Gehen wir mal die Rolltreppe hier runter. Und... was liegt denn da alles? Ach du Kacke, Freunde. Na dann, auf in den Kampf. Komm, da liegen ein paar Würmer da rum. Bah, was die für Geräusche machen, ey. So, dann... nimm doch die... Fledermäuse da oben, hey. Da oben sind noch so Motten da. Ja gut, okay. Okay, dann schieß den ab, komm. Lad schneller nach! Oh, verdammt. Dieser Wurm, ey. Naja, die sind so eklig, Freunde. Ah. Leute. Ah. So, haben wir's bald. Komm, der will ich gleich anspringen hier. Komm, lad nach. Und, jawohl. Sehr schön, Freunde. Das haben wir. Moment mal, wir haben ja jetzt jede Menge XP gesammelt, merke ich gerade mal. Da können wir doch mal schauen hier jetzt mal. Ja, ich habe ja beim letzten Mal erklärt, was es da mit der P-Energie auf sich hat. Schaut mal, wir haben jetzt 1959 XP. Damit können wir doch schon mal ordentlich was machen. Ja, was machen wir denn hier? Also auf jeden Fall möchte ich eine mobile Heilung haben. So, da können wir es jetzt mal sehen. Das kostet 750 EXP und wir haben durch unsere Kämpfe 1959 eingesammelt. Das heißt, das können wir uns leisten. Ja, würde ich sagen, mache ich das einfach mal. Und, Freunde, es tut mir leid. Ich habe schon wieder... Ihr müsst noch mal ganz kurz auf mich warten. Ich habe meine Uhr vergessen. Ich hole sie mal kurz. So, da bin ich wieder. ja, kurz die Uhr eingestellt und ja, schon geht's weiter. So, wir haben jetzt noch 1209. Was machen wir denn damit? Ich bin am Überlegen zwischen Nekrosis und... nein, das war zu schnell. Nekrosis und hier die Sachen. Antibody und Energieshot. Weil die werden wir gleich brauchen, Freunde, weil in diesem Part kommt ein Bosskampf. Und der ist nicht ohne. Wisst ihr was? Ich glaube, wir setzen die Sachen hier frei. Wir machen einmal Antibody mit 500. Und das hier, Energieshot, kostet leider 750. Das ist schade, dass wir uns das nicht leisten können. Aber nicht schlimm. So, Freunde, jetzt seht ihr oben links, der Mana-Balken, beziehungsweise die Mana-Anzahl, hat sich vergrößert. Wir haben jetzt 43 Mana-Punkte, Freunde. Sehr gut. Ja, ich glaube, gab es hier noch irgendwas? Ich gucke noch mal gerade auf der Karte. Oh, tatsächlich. Vielleicht reichen die Gegner ja aus, um mir dann den vierten Zauber zu holen. Wer weiß, Freunde. Gehen wir noch mal dahin zurück, in diesen Garten da. Da, wo wir ja diesen einen Typen da gesehen haben. Ah, hier gibt es wieder Insekten. Alles klar, Freunde. Hier gibt es wieder irgendwelche Motten, okay. Dann gehen wir mal auf in den Kampf hier. Und Würmer. Oh Gottes Willen, Leute. Dann blitzt die mal weg hier. So. Der eine ist schon mal weg. Alles klar. Dann blitzt den nochmal weg. Ja. Da sind die Würmer. Okay, die Würmer. Die Würmer. Die wird ja will ich anspringen. Ah ja, lauf weg. Haha, schön ausgewichen. Na komm schon. Komm schon. Und. Ah, sehr gut.
So, die anderen Würmer. Treffe ich die von hier? Jawohl, Freunde, sehr schön. Boah, was die für Geräusche machen, das ist doch mega eklig, ey. Ja, das Spiel ist nichts für Leute, die sich schnell ekeln. So. Reicht das jetzt an EXP? Bin mal gespannt. Ja, da fehlen 11. Da fehlen 11 EXP, Freunde. Verdammt nochmal. Aber vielleicht gibt es ja gleich in dem Raum dann noch was zu tun. Vielleicht ist da noch ein Gegner oder so. Müssen wir gleich mal gucken. Auf jeden Fall ist jetzt hier, die Tür ist kaputt. Das liegt ja daran, weil der Typ da eben durch das Fenster gesprungen ist. Und hier durch ist der dann halt gegangen. So, jetzt kommen wir hier rein. Oh, was sind das für Grafikglitches da? Naja, egal. Das sieht komisch aus. Naja. Oh, da schwimmen auf jeden Fall Fische drin rum. Die sieht man wenigstens. Und hier ist ein Pult, Freunde. Irgendein Bedienungspult. Genau, Freunde. Hier müssen wir einen dreistelligen Code eingeben. Beim letzten Mal haben wir ja einen dreistelligen Code bekommen. Und zwar bei diesem Musiknotenrätsel. Das war... Untersuchen. Muss ich was eingeben? Ja, klar musst du was eingeben. Und zwar war das die 5... 6, 1, Freunde. Bang. Da ist es offen. So. Aber immerhin keine Grafikbugs. Das ist schon mal... Also keine Lags. Das ist schon mal gut hier. So, Leute. Dann würde ich mal sagen... Haben wir jetzt da so kleine Fische. Allerdings die... da werde ich mich jetzt nicht sonderlich stressen mit... Weil da kann man einfach drauflaufen, guck mal. Da kann man einfach drauflaufen und dann lösen die sich schon auf. Ziemlich easy, Leute. So, wie viele XP gibt's dafür? 18! Geil, Freunde. Das heißt, wir können jetzt hier noch unseren vierten Zauber freischalten. Hier den Energy Shot. Sehr, sehr schön, Freunde. Ich glaube, den brauchen wir auch. Weil gleich, wie gesagt... kommt eine heftige Szene. Und ja, gehen wir mal da rein. Nicht erschrecken. Butz. Alter Schwede. Ja, der lacht uns auch noch aus, ne? Ist klar. Der will uns nur Angst machen, ne? Das ist, ja. Aber mutig wie wir sind, gehen wir jetzt einfach mal da rein. So. Ah, Schopper. Da liegt das Vieh, was der da... Ne, blitzen nicht hier. Da lag das Vieh, was der da malträtiert hat. Und, ja. So, Medizin Level 2. Die könnte ich eigentlich gebrauchen. Kein Platz zum Verschieben. Ja gut, dann tausch das mal mit... Ja, was brauche ich denn nicht? Wir müssen jetzt nämlich was liegen lassen, weil es im Inventar voll ist. Beruhigungsmittel, Stummheit, Wut, Konfusion. Nee, das können wir echt, oder? Finsternis, starre Gift. Welches war das denn jetzt? Beruhigungsmittel war das, glaube ich, ne? Was wir gleich brauchen werden. Gut, dann schmeißt das Gegengift weg. So, Leute. Gut, weil Medizin brauchen wir immer. Das ist... Was haben wir hier? Abgeschlossen. Wahrscheinlich eine Notsperre. Stabiles Gitter lässt sich nicht öffnen. Alles klar, Leute. Gut. Dann würde ich mal sagen... Wo ist das denn hier? Da ist noch eine Bombe. Eine Bombe. Ui. Und schon hat sich hier so eine spannende Musik aktiviert. Cool. Ja, das ist spannend, Freunde. Wir folgen jetzt gerade diesem Typen hier. Der hat sich ja... Der hat ja unseren Freund angegriffen und ich würde mal sagen, ein Telefon für Notfälle. Ich könnte damit die Zentrale anrufen. Ja, dann mach das doch mal, bitte. Unser Chef wieder, nur mit der Ruhe. Ein Hubschrauber ist bereits unterwegs. Sie müssen vorher diesen Kerl fassen. Ja, das machen wir gerne. Das machen wir. Neue Datei. Ja gut, ich weiß nicht, warum der nicht zwischenspeichert, aber ich mache hier nochmal ein Safe State dann. So. Keine Ahnung, warum der nicht speichert. Dung, 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 dung.
So, Freunde, dann würde ich mal sagen, gehen wir aufs Dach, los. Jetzt geht's nämlich ab, gleich. Ja, die Szene, die an daran erinnere ich mich noch. Ich bereite mich schon mal ein bisschen vor. Ich wechsle auf jeden Fall schon mal direkt mal die Waffe hier zum Granatenwerfer und mit den Granaten geladen. So, was haben wir hier noch so? Wir haben hier Medizin drin, Mace drin, das könnte vielleicht helfen. Medizin haben wir noch drin, dann nehmen wir das Gewehr mit rein und lad das mal bitte. Nein, 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 um Gottes Willen. Nachladen. Erstmal mit Hydra-Muni. Und hier werde ich noch die normale Muni reinpacken. So, eins haben wir noch frei, da packe ich das Beruhigungsmittel rein. Ja, Freunde, ihr werdet euch wahrscheinlich wundern von wegen, was kommt denn da? Aber ich sag's euch, das wird krass. So, jetzt haben wir hier so ein... Moment, hier war doch so ein Stromding, oder? Nee, 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 hier war keins, stimmt. Genau, wir müssen jetzt nämlich erstmal hier außen rum. Hier ist nämlich sowas, schaut mal. Eine Hochspannungsleitung. Okay. Erstmal unwichtig, Freunde. Das wird später noch wichtig. Hier ist noch eine Hochspannungsleitung. Ja. Zur Kenntnis genommen, Leute. Und ja, wie gesagt, wo ist der Typ denn jetzt hin? So, schaut mal, hier ist noch was. Leitungen für Strom und Dampf. Das heißt, da kommt nochmal Gas raus später. So, was ist jetzt hier? Der Lift ist oben. Ob er damit hinauf ist? Hilft nichts, ich hole Rupert. Der Typ will abhauen. Ja, das stimmt. So, hier geht nichts, Freunde. Laufen wir mal zurück. So. Alles klar. Hier scheint ja nichts zu sein, ne? Also, ja. Dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder runter, wenn hier nichts ist, ne? Hier ist doch was. Schaut mal, der ist der Typ. Darth Vader, Alter. Der ist so geil. Wer bist du? Ich? Ein NMC-Hunter, genau wie du. Ah ja, okay. Boah, der sieht heftig aus. Jetzt rate mal, was ich in der Hand halte. Scherzkeks. Das ist dein Leben. Komm her und hol's dir. Ja, der hat sein Schwert angezündet. Der Typ ist auch ziemlich krass, wenn er das Flammenschwert hat. Muss ich aufpassen. Auf jeden Fall, der Bosskampf geht los. Als erstes sollte man hier direkt mal Energy Shot machen. Und eine Granate schießen. Ah, verdammt, die hat nicht getroffen. Dann schieß noch eine schnell. Komm, und... Ja, genau, 196 und weg hier, komm. Weg hier. Okay. Ups. Ja, der Typ, der hält ziemlich viel aus. So, komm bitte schneller. Weil mein Zauber, der... Ah, vor diesen Raketen müssen wir aufpassen. Nein! Ach, verdammt nochmal. Scheiße. Ah, verdammt. Ja, super. Toll. Da habe ich zwei Granaten direkt mal gefailt. Ah! So, den habe ich noch getroffen, Freunde. Jetzt wird es nämlich wichtig, weil jetzt müssen wir zum Maschinengewehr wechseln und da drauf schießen. Oh, hier weg. Ich habe eine kleine Knarre genommen, ne? Ich Idiot. Und wenn er hinkommt. So, genau. Und dann drauf schießen einfach. Okay, und weg hier, Eier, weg hier. Okay, gut. Ah, ich habe eine kleine Waffe genommen. Ich habe nicht das Maschinengewehr genommen. Okay, dann... Okay, die Granaten sind leer, alles klar. Gut. Dann muss ich jetzt nur noch mit der Waffe kämpfen. Oh, der hat sein Flammenschwert, Freunde. Wenn er sein Flammenschwert hat, sind wir One-Hit kaputt. So, dann schießen wir weiter drauf hier. So, mal gucken, ob der hier auf diesen Flammenzauber reagiert. Nicht wirklich. Okay. Gut, dann würde ich sagen, mach mal Antibody.
Damit wir nicht so viel Schaden kriegen von dem hier, ne? Ah, weg da, weg da, weg da, weg da. Ah, verdammt. So, damit hat er uns jetzt nämlich getroffen. Jetzt haben wir einen Zustand. Und zwar, wir werden jetzt langsam erschöpft. Bin ich mal gespannt, ob das... Nein, es war das Falsche. Ach, Leute. Verdammt nochmal. Nein, Eier. Aha. Komm, jetzt. Okay, komm schon, Eier. Nein, hör auf. Ich brauch das Ding da. Ach, Leute. Verdammt nochmal. Und... Ah, Mann, verdammt. Ah, Leute. Geh, drück. Schieß doch da drauf, Mann. Ah, ja. Mensch. Ah, Gott sei Dank, das hat getroffen, Freunde. Wir müssen uns mal heilen. So, dann würde ich sagen, gehe ich erstmal hier hinten rein. Nimm den Medizin Level 1. So, der Zauber ist weg. Zum Glück. Okay. Alles klar, gut. Wir brauchen noch eine Heilung. Medizin Level 2. So, weil jetzt muss ich nämlich alles treffen, Freunde. Jetzt muss ich alles treffen. Nimm mal bitte den Energieshot. So, dann mach... Geh weg! Geh weg! Boah, Freunde. Okay, und da drauf. Und da ist noch was. Und das da noch. Genau, so. Und jetzt... Und... Das war's! Wir haben den. Wir haben den Brocken. Sehr geil, Freunde. Sehr, sehr gut. Geil. Okay. Nicht schlecht. Komm her. Obwohl wir zwei Granaten daneben geschossen haben. Ja, ja, egal. Wir machen's oben aus. Oh, Alter. Wir haben den ein bisschen von der Maske weggeschossen. Der ist auf jeden Fall nicht schlecht gewesen. Nein. Nicht schlecht, Freunde. Nicht schlecht. So, wir haben den ersten Boss besiegt hier. So, 500 XP. 800 BP, 30 MP, 30 HP. Sehr gut, Freunde. Dann kann ich jetzt mal wieder die... Ja, oder? Ne, das brauche ich eigentlich nicht mehr, weil... Ich kann es euch schon verraten. Hier oben passiert gleich noch was. Würde ich sagen, gehen wir einfach mal hoch. So. Alles klar. Gut. Los, her damit. Wir sehen sein Gesicht so ein bisschen. Krass, wusste ich gar nicht. Was denn? Was denn? Aber Tempo. Was ist? Schieß doch. Die schießt nicht. Okay. Die Zeit ist um, Kleines. Ja, natürlich. Ist klar. Was zum... Jetzt kommt der auf einmal an, okay. Ah ja, wo ist er? Er ist rübergesprungen. Wie? Aus der Entfernung? Ja. Was hast du da? Es lag am Boden. Keine Ahnung, was das ist. Heilige Scheiße, das ist der Zünder. Was? Nö, ist nicht der Zünder. Kannst du es entschärfen? Sehr witzig. Alter. Hast du was gedrückt? Sehe ich etwa so aus? Wahrscheinlich hat er einen Komplizen. Ja, ja. Wir müssen hier weg. Und zwar schleunigst, Freunde. Immer mit der Ruhe. Ein Heli ist unterwegs. Hoffentlich noch rechtzeitig. Ja, der will mal ein bisschen chillen erstmal, bevor es hier in die Luft geht. Ja. Ah ja, da ist der Hubschrauber. Da, schau. Sehr schön, Freunde. Das haben wir geschafft. Sehr gut. Ja, ist klar. Ist klar, Leute. Ist logisch. Okay. Erster Bereich geschafft. So. 5. September 2000. 1 Uhr morgens. MITF Zentrale Los Angeles. Wie Baldwin, okay. Jetzt können wir mal erstmal hier unseren Boss. Ah, chillig, okay. Mhm. Alles klar.
Danke für den Bericht. Ist das alles? Wäre da noch etwas? Ach ja, hier. Schauen Sie sich das an. Ja? Zeitung, okay. Verstümmeltes Vieh? UFO-Invasion. Aliens haben meine Spaghetti gegessen. Ja, klar. Logisch. Ja, ich mag auch Spaghetti. So ist es nicht. Ein Zeitungsartikel. Und? Soll ich jetzt Aliens jagen gehen? Gut möglich. An diesen Kühen war etwas faul. Die Wunden waren alle alt. Sie wissen, was das bedeutet. Neo Mitochondria Creatures. Oder kurz die NMCs. Sie haben einen enormen Stoffwechselbedarf. Ja, ja. Das heißt, es ist unser Job. Exakt. Hier, werfen Sie nochmal einen Blick hierauf. Durchsuchungsbefehl. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Durchsuchungsbefehl, ausgestellt vom Bundesgericht. Umfasst allerlei Befugnisse, damit die MITF schnell handeln kann. UMA-Foto? Ah ja, okay, schaut mal da oben. Das Foto einer 5 Meter großen Kreatur. Ein Mann mit einer Schrotflinte ist rechts abgebildet. Schwer zu erkennen, aber ist das eine Wüste? Hm, interessant. So, MITF-Handbuch. Die Existenz der Neomitochondrien ist noch ein Staatsgeheimnis. MITF-Einsätze werden stets getarnt. Offiziell heißt es diesmal, dass wir einen Serienkiller verfolgen. Ja gut, das kennt man ja, ne? Die ganze Geheimhaltung. Ah, haben wir noch jetzt noch die taktische Karte? Die Karte meines Einsatzortes, die Mojave-Wüste, umfasst Gebirgsketten. Dryfield ist die einzig bewohnte Ortschaft. So was. Ah ja. Interessantes Infos hier. Dann darf ich also Kaktusmonster jagen. Okay. Red keinen Schwachsinn. Boah, was ist mit dem Tower? Übernimmt ein anderer. Agent Broderick, Sie haben Krankenurlaub. Hm. Verstanden. Krass. Sie können gehen, Agent Breyer. Das wäre alles. Okay, wir haben jetzt quasi eine neue Mission bekommen. Wir sollen in die Wüste fahren und da mal nach dem Rechten schauen. Alles klar. Dann machen wir das doch. Ah ja, ich weiß es jetzt. Wie schön für dich. Hey, machst du etwa auf Trübsal oder was? Siehst du aus? Das hier wird dich aufmuntern. Das Elektroteil, was diese Kreatur im Kopf trug. Ja. Was ist damit? Raus mit der Sprache. Das ist ein Mikrosender. Mhm. Diese Kreatur von letztens. Jemand muss sie gesteuert haben. Ah ja, gesteuert? Wer interessiert einen Hund? Ach, da fällt mir ein, sie trug auch Brandmarken. Sei nicht albern. Jemand kontrolliert also die Biester. Wozu soll das gut sein? Weiß ich's? Nur eins steht fest. Ich bin raus aus dem Fall und darf jetzt in die Wüste. Noch was. In dem Sender fand ich Sand. Sand? Ich habe ihn hier untersucht und er stammt aus der Mojave-Wüste. Ach nein. Wie bitte? Den MCs findet man jetzt im ganzen Land.
Nur wurden bisher nie welche in der Wüste gesichtet. Mitochondrien hassen normalerweise Trockenheit. Verstehe. Mein Auftrag könnte also damit zusammenhängen? Scheint so. Sei also nicht so betrübt. Piers, danke. Jawohl, Freunde. Bisschen so Story-Happen wieder serviert bekommen hier. Ja, wir sollen als nächstes in die Wüste fahren und uns mal da umschauen, weil diese Kreatur hatte ja so ein Elektro-Ding im Kopf und das haben die untersucht hier. Hab da ja gelesen und ja, die haben rausgefunden, dass das aus der Mojave-Wüste ist, das Ding. Okay, so, was haben wir denn hier jetzt in unserem schönen Kofferraum? Schaut mal. Hoho. Der Kofferraum ist schön voll, Freunde. Aber was uns auffällt, die aufgehobenen Sachen, wie die Granatenpistole und das Sturmgewehr, ja, haben wir nicht mehr. Hat eher der Polizei zurückgegeben. Können wir auch hier nochmal bestätigen, hier bei ihm. Falls du Waffen oder Westen mitgenommen hast, Hell hat sie dir zur Polizei zurückgegeben. Seht ihr? Wenn du neue Waffen brauchst, Jody wartet in der Waffenkammer. Ja, da werde ich gleich mal... Nein, 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 noch nicht. Noch nicht. Alles klar, lass dir nur Zeit. Das machen wir, Freunde, weil wir wollen gleich auf jeden Fall noch Waffen kaufen. Aber wir gucken jetzt hier erstmal nochmal weiter. Hier, schaut mal, wir haben jetzt hier so eine Kiste. So eine Itembox. Und diese Itemboxen sind genau wie in Resident Evil. Da kann man Sachen lagern. So, was ist denn das hier für eine Tasche? Schaut mal. Eine Zusatztasche. Schaut mal, eine Gürteltasche. Zusätzliche Tasche für Westen. Genau, Freunde, wenn wir das benutzen, kriegt unsere Rüstung kriegt dann einen Attachment-Platz mehr, sozusagen. Und das ist gut. So, hier haben wir noch was. Was ist denn für ein Beutel hier? Oh, Ringerlösung, Freunde. Blutkonservenersatz. Volle HP und MP. Das mächtigste Item in diesem Spiel. Das mächtigste Heil-Item in diesem Spiel, Freunde. Richtig nice. So, kann man denn jetzt hier irgendwas einlagern? Ich würde mal sagen, die Hydra-Munition nehme ich mal mit. Wie geht das denn jetzt hier? Hä? Hallo? Ich würde die gerne mitnehmen. Ah, jetzt hier so. Geht das nicht schneller? Ah, hier oben. Alles klar. Gut. Nein. Mach das doch. Okay. Und der Tonfa-Stab, der kann rüber. Den brauchen wir nicht. So, brauchen wir jetzt hier noch was? Die Sachen, die hier nehmen wir nämlich alle mit. Gut, pack noch eine Medizin-Level rein. Zwei rein, am besten zwei. Und dann würde ich sagen, war es das erstmal hier mit der Item-Sucherei. Ja. Genau richtig. Meine Uhr hat geklingelt, Freunde. Das heißt, diese Folge ist leider schon wieder vorbei. Meine Güte, es geht immer so schnell hier bei dem Spiel. ja, beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal werden wir uns hier die Waffen kaufen und ja, werden mal gucken, was da in der Wüste so Sache ist. Gut, Freunde. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid bei Parasite Eve 2. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.